Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Ja, wir haben eine ordentliche Anzahl an Münzen wieder und Erfahrungspunkte gehen schleppend nach oben. So, ich nehme dann jetzt einfach mal Erdbeben. Wo er das andere auch gereicht hätte. Und tschüss mit dir. So, in der letzten Folge haben wir Pyro Carriers als unser Partner bekommen, können jetzt über Abgründe fliegen und ich denke mal, ich weiß schon, wo wir Richtung hingehen müssen, da wo die Brücke war und wir nicht weiter konnten. Wir haben auch Becks. Man, Becks sieht ein bisschen betrieben. Backtracking besser gesagt. Wir haben Orden bekommen. Wo ich gedacht habe, wir kriegen einen besseren Hammer, aber nein, war ein Orden für Erdbeben. Haben einen Sternensplitter abgeholt und jetzt geht es mit der Story weiter. Wenn nicht uns dicke Gegner kommen. Ah, ja, klar. Doch gedrückt. Dann setze ich doch erstmal Erfrischung ein. Um meine Blumenpunkte wieder aufzufrischen. Niu, 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 niu. Ich liebe diese Animation. So, dann mal Luftangriff. Doch gedrückt. Also manchmal ist Timing und ich keine Freunde. Aua, ich hab doch gedrückt. Jetzt aber. Komm, dann. Erdbeben. Auch bei Pokémon eine sehr gute Attacke. Geben auch nur einen Punkt, ne? Da ist noch einer. Und noch einer. Na komm her. Erster Angriff, ich finde mehr. Ja, dann machen wir doch mal den Powersprung, dann ist einer schon mal weg. Und dem mache ich auch schon mal Schaden. Irgendwie ein Delay. Ein Delay drin. Ich drücke während der Hälfte weg. Das hier macht Sinn. Macht total viel Sinn. Nicht. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück und heile mich. Ja, ich habe wirklich einen Delay drin. Ich drücke immer vorher. So eine Millisekunde Delay bestimmt. Blumenpunkte, yay, yeah, aber ich brauche Leben. Ich brauche Leben. 100 Jahre später. So, was rutscht jetzt dann? Miau. Check mal. So. Erstmal fünfmal daneben springen. Wenn es nur ein Gegner ist, dann würde ich mal wieder Erfrischung einsetzen. Das war ja sowas von klar. Weißt du was? Fokus. Das ist die Attacke, die ich meinte, die ich einsetzen wollte. Naja. Und? Bingo. Ich drücke doch vorher, liebes Spiel. Ich drücke schon einen halben Meter vorher. Das hat wirklich einen richtigen Delay drin. Thank you.
Luftangriff. Zumindest nehme ich jetzt keinen Schaden mehr. Wenn ich jetzt richtig timen könnte mit diesem Delay, wäre es auch schön. Jedoch. Aber ich nutze jetzt erstmal den Dreher hier, ein bisschen schneller voranzukommen. Ich wollte eigentlich einen Erstangriff machen. Ich hasse es. Zumindest ist er jetzt schon mal weg. Abgedrückt. Lieber Spiel, ich möchte gerne kein Delay haben. Dankeschön. Okay, jetzt gebe ich zu, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Und weg mit euch. Die Erfahrungspunkte füllen sich, wenn auch schleppend. Ich bin in dieser Folge noch ein Level abgeben. Punkte. Oh, hey. Warsch. Ja, bitteschön. Das ist gut, dann mache ich nämlich einen Powersprung auf den hier. Du kannst den wegmachen. Ich habe mir gerade die Zunge rausgestreckt. Gegnerischer Erstangriff, ich heule. Ich heule. Ich hab getrübt. Ach, manchmal ist das dann echt grauenhaft. Der ist ja trotzdem besiegt. Ich drücke doch einfach zu lange den A-Knopf. Ich muss nur einen minimal antworten. Das da kann ich auch sein. Warte kurz antippen. Jetzt funktioniert es auf magische Weise. War das mein Fehler? Wer weiß das schon? Lebenspunkte sind Lebenspunkte, die nehme ich alle mit. Ein Gegner nach den anderen. Und schon Power Carry, mach ihn fertig. Mist. Das habe ich vermasselt. Jetzt merke ich den Delay. Jetzt hat der Vorschau ein Delay. So, Erstangriff erfolgreich. Die V-Hi. Zumindest gehe ich da noch etwas Erfahrungspunkte raus. Naja. Ach komm, nehme ich noch mit.
Gegnerischer Erstangriff, war ja klar. Wow. Erdbeben. Erlebnispunkte. Die Münzen lassen nicht mal Münzen sein. Dann nehme ich dich noch mit. Komm, Erfrischung. Dann hoffe ich darauf, dass ich blocken kann. Oder auch nicht. Jetzt noch mal ein Erdbeben hinterher. Yay. So, Münzen sind Münzen, sind immer toll. Bei Items andere Kisten. So, Park Harry, bitte tragen Sie mich hinüber. Hallöchen Vögelchen. Warum schaust du mich so an? Bis am Bosskampf. Warte kurz, Orden. Dann nehme ich mal Schrumpfer, Schlag und Erdbeben. Ich glaube, ich nehme einmal AP Plus mit. Die VP. Hier kann ich hiermit auch nichts machen. Dann nehme ich doch mal den Schrumpfer mit. Oh, dazu möchte ich auch gerne mitnehmen. Was kann ich denn noch rausnehmen? Ist auch schon gut. Ich glaube, ich nehme tatsächlich Power Darts ein statt Powersprung. Und einmal kurz mein Teammate auswechseln. Dann schauen wir doch mal. Und dann muss ich alles wieder zurücksetzen. Hey Dudo, schon langsam, Bushi. Oh Gott, was ist das für ein Text? Nicht so schnell, ich hab die doch schon mal wo gesehen. Ich kann doch kein Bayerisch. Oh, du siehst ähnlich. Du schaust genauso aus wie der Typ auf dem Steckbrief von Bowser. Und jetzt sag. Wer bist denn du? Eindeutig Prinzessin Peach. Wo ist gesorgt? Prinzessin Peach? So, glaubst ich bin deppert. Prinzessin Peach wird in der Festung von Bowser festgehalten. Was wohl geklappt, ich weiß das nicht. Du bettest ja richtig um Schläge. Warte mal, Mario, jetzt kriegst du das. Ich entschuldige mich für sämtliche Aussprachen. Was sagst du denn dazu? Das ist ein Bouzard. Er bewacht den Klippenberg. Wow, ganz schön groß, der Vogel. Maximal KP 40. Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wenn du in seinen scharfen Klauen gefangen bist, verlierst du 4 KP. Versuche dich aus seinem Griff zu befreien. Seine Spezialattacke ist es, reißenden Wind zu erzeugen. Diese Attacke trifft auch deinen Freund. Aber er hat doch Eier ausgebrütet, nicht wahr? Ob er in Wirklichkeit eine Sie ist? Wer weiß. Und dann möchte ich gerne mal Mitglied wechseln auf Park Harry. Aua. Nein, Park Harry kann nicht angreifen. Und dann nehmen wir doch mal den Powerhüpfer. Warum nicht? Macht ja schon mal etwas Schaden. Hm?
dachtest du dir so, hm? So, und dann einmal Schrumpfer. Deine Kraft wurde halbiert, das ist doch schön. So, Panzerwurf. Rahmt einen fliegenden Gegner. Drücke nach links und lasse los, wenn Fernkurs im Ziel ist. Okay. Naja. Anschauen, das geht ja noch. Dann mache ich nochmal den Powerhüpfer. Mist. Gewinnt eigentlich nicht. Luftangriff. Okay, wir haben schon gut Schaden gemacht. Und ich schon wieder. Ich setze mal Fokus ein. So, dann nochmal Luftangriff. Mist, das war jetzt nicht gut. Autsch. Und dann einmal Erfrischung. Weil die Angriff von Power Curry ist ganz schön stark. Dingst du den Depot? Ja, denk ich. Panzerwurf. Naja. Okay, wie hätte ich das schaffen sollen? Hatte nur minimal weh. Aber nur minimal. Okay, mal schon hin. Okay. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Eine Runde würde ich ja noch überleben. Aua. Habe ich sonst noch was? Versetzt alle Gegner einen tiefen Schlag. Ja, am Bratpilz. Oh, dann kann doch Panzerwurf den Rest machen. Dim, dim. Oh, jetzt hab ich Update gekracht. Markiert. Oh mein, jetzt schläge ich immer noch die falsche Aussprache. Er wollte einfach nicht glauben, dass ich Prinzessin Peach bin. Hm. Sowas aber auch. Er ist ja selbst schuld. Oh, Heilung. So, dann kann ich doch jetzt wieder Orden wechseln, ne? So. Okay, wo bin ich denn hier? Es geht nach oben.
Nach unten und nach rechts, so wie es aussieht. Yep, okay. Wir helfen Professor Colorado. Wir warten auf unseren Freund, der zum staubtrockenen Vorposten gegangen ist, um dort nach Infos zu suchen. Wusstest du, dass die Bewohner vom staubtrockenen Vorposten die Nachkommen der Bauer der Ruinen sind? Ist das nicht großartig? Schon seit Generationen leben Leute, die über die Ruinen wachen. Um zu staubtrockenem Vorposten zu gelangen, folge einfach diesem Pfad nach Osten. Ich an deiner Stelle würde nicht vom Pfad abweichen, du gerätst uns in Schwierigkeiten und verirrst dich. Nicht einmal der Pfad selbst ist völlig sicher, also pass auf, wohin du trittst. Hey, hallo, alter Knabe. Na, wie geht's denn so? Man nennt mich Colorado. Ich bin ein Archäologe und reise um die ganze Welt. Momentan durchkäme ich die staubtrockene Wüste, um die staubtrockenen Ruinen zu finden. Meine Assistent ist losgezogen, um den staubtrockenen Vorposten, der hier ganz in der Nähe liegt, Infos zu sammeln. Leider haben wir bis jetzt noch kein Glück gehabt. Alles, was ich brauche, ist ein kleiner Hinweis. Dann steht an großartigen Entdeckungen nichts mehr im Wege. Sie sind doch Colorado, oder? Ich bin Parker und stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Oh gütiger Himmel, das ist ein Brief von meiner Frau. Ich danke dir, alter Kumpel. Das ist genau das, was ich gebraucht habe, um wieder Kraft zu schöpfen. Warte mal, dafür muss ich mich doch erkenntlich zeigen. Ich bin darauf gestoßen, als ich mitten in den Ausgrabungen steckte. Oh, ein Sternsplitter. Warte, wollte nicht Papa auch was von Colorado? Hey, hallo, alter Knarr. Wie geht's denn so? Was? Wow, Sie sind Professor Colorado. Ich bin's, Cooper. Ich bin Ihr Nachbar. Es ist großartig, Sie zu sehen. Ich hätte niemals erwartet, Sie hier draußen zu treffen. Ich befinde mich gerade mit Mario mitten in einer Expedition. Ich will genau so werden wie Sie. Ein Archäologe. Hallo, Cooper. Das muss ja Jahre her sein. Nun, wenn du das mit der Archäologie ernst meinst, dann sollten wir mal gemeinsam losziehen. Jederzeit, ehrlich. Aber jetzt solltest du dich besser auf dein Abenteuer mit Mario konzentrieren. Du musst eine Sache zu Ende bringen, bevor du die nächste beginnst. Nur so bist du ein berühmter Archäologe wie ich. Wow, okay. Sobald wir die Prinzessin und das Königreich gerettet haben, müssen wir beide sofort auf Entdeckungstour gehen. Okay. Und Mario? Komm mit. Bestimmt dauern hier viele neue Gefahren. Ich gehe erstmal nach unten. Da ist schon mal ein Block. Was bist du denn? Oh Gott, direkt 3. Das ist ein Bandit. Banditen rempeln dich an, du spülen deine Taschen und stehlen dir bis zu 10 Münzen. Maximale KP 5, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Sie schleichen sich an dich heran und rempeln dich plötzlich und ohne Vorwarnung an. Wenn du ihnen Schaden zufügst, bekommst du deine Münzen wieder zurück. Lass sie uns platt machen, bevor sie mit unseren Münzen über alle Berge sind. Okay. Dann würde ich mal sagen... Erdbeben! Oh, der Sound. Mist, der hat es geschafft. Er hat es auch geschafft. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns als erstes unser Geld wieder mit Erdbeben. Dass wir uns gleich wieder klauen werden, von daher. Wir machen ganz schön Schaden, also ich muss definitiv beim nächsten Level Up auf KP gehen. Nein. Mist, zu früh gedrückt. Wir kriegen ihm schon gute Erfahrungspunkte. Dann würde ich sagen, macht man in dieser Folge noch ein Level Up und dann die Folge aus.